Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir drehen mal die Geschwindigkeit hier hoch, wie das hier läuft. Ihr seht schon, es ist viel am passieren. Wir bauen hier die neue Riesenkuppel für den Tourismus. Was war das? Mal Drohnen habt, den wir erstellt oder erstellen wollen. Und langsam geht es hier auch weiter voran. Abreisende Touristen 18. Da geht es wahrscheinlich hier um die Rakete, richtig. 20 Abreisende. Starten wir die Rakete wieder. Und dann verwandeln wir das hier. Was ist das denn? Das ist ein Sanatorium. Reißen wir hier die zwei Hotels danach ab. Und ein paar Wohngebiete drauf. Das sollte dann hoffentlich auch alles. Aber langsam wird es ja eh immer grüner. Der Wald ist schon so riesig. Wo ist denn hier unser Freund? Der kriegt von mir jetzt auch schon mal ein paar Büschchen im Auftrag. Du kriegst genauso schon Büsche in den Auftrag. Du auch. Du kriegst jetzt Mischwald und Büschchen in den Auftrag. Du hast Büsche in den Auftrag, kriegst auch Gras dazu. Langsam wird's nämlich. Langsam wird doch alles viel schöner. Hier oben fehlen noch ein paar Bäumchen, aber die ersten Sachen wachsen ja langsam. Es wird grüner. Es passt schon so. Hier unten muss noch ein Lager hin, so ein Universallager dann. Scheiße, so. So. Können wir, okay. Ja, langsam wird schon. Ah, wir sollten mal wieder vielleicht Nahrung tauschen. Mittlerweile ist unsere Nahrung doch ganz schön knapp geworden. Dafür geht es bei uns in anderen Sachen relativ gut voran. Große Ausgrabung. Wandelt Erde irgendwas direkt in Beton um. Planetare Projekte. Mega Satellit verliert Verlust von Atmosphäre verfügbar, die Ding. Ja, wir müssen langsam schauen, dass wir weiterkommen. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen was von unseren Kollegen klauen. Technologie stehen geht bei dir nicht? Doch bestimmt bei dir, oder? Vielleicht können wir noch bei Brasilien ein bisschen was schnorren an Technologie. Wäre doch schon mal was. Abreisende Touristen 4. Müsste das oben mal. Das werde ich haben, kann es natürlich noch eine Zeit dauern, ne? Unsere neue Hotelanlage. Shuttles überlastet. Mal die Baustelle mal an Wichtigkeit erhöhen. Dass das langsam alles anfängt hier zu werden. Hier unten wird auch immer voller. Fehlgeschlagen. Aber immerhin haben wir Punkte bekommen. Perfekt. Ich wollte einfach noch auf Forschung schauen, wie viel jetzt Prozente noch fehlen. 92% noch. Ist doch gut. Ah, das wird auch gar nicht schlecht, dass wir weniger nach und anfangen. Ich glaube, wir sind mittlerweile ein bisschen voll an Benzin. Ich glaube, wir brauchen noch ein zweites Treibstofflager. Eieiei.
Aber besser, als dass wir es nicht hätten in dem Fall, ne? Aber besser, wir haben genug. Wir haben genug Treibstoff, als dass wir gar keinen hätten. Geht bei der Landeoption wieder. Okay. So. Jetzt können wir dann Treibstoff wieder abtransportieren auch anfangen. Giftige Regen wieder im Anmarsch. Das gibt's doch gar nicht, dass der immer noch da ist. Dass der immer noch existiert. Wahnsinn. Das Lager ist auch bummvoll. Es ist doch wahnsinnig. Ach, ein Saatgut, Lala. Besser, wir haben einen Einsatz. Dass wir auf einmal keins haben, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Ach ja, das Lager wird schon wieder befüllt. Das ist. Das geht ratzfatz hier. Das geht ratzfatz, dass die das befüllen. Na, jetzt ist das aber. Jetzt hat. Die gehen jetzt zu den Maschinen und lernen die natürlich. Die haben so viel geladen wieder. Huch. Hier ist ein bisschen Beton noch drin. Und die werden jetzt wahrscheinlich langsam das Saatgut alle sammeln. Gehen die jetzt sammeln oder was haben die vor? Ja, die sammeln von den Bäumen jetzt das Saatgut. Na, langsam wächst hier auch überall was. Langsam wird es ja. Ah, oh, jetzt sind wir bei 99. Ich glaube, unsere aktuelle Produktion reicht hier vollkommen aus, dass wir das halten können. Ah? Nicht mehr viel. Große Ausgrabung wurde erforscht. So, perfekt. Guck mal. Funding received. Müssen wir dann hier irgendwo haben, richtig? So, die. Ich wollte gerade sagen, das kann jetzt gleich wieder weg, weil. Haben wir ja schon erledigt, der Ausgräber. So, Meilenstein erreicht. Boah, eine Megakuppel, jawoll. Und es wird direkt auch noch eine Hotelanlage. So, wo ist denn jetzt das ganze Olympus Hotel? Haben wir noch andere Hotels? In dem Fall? Ich weiß es gar nicht. Hawking Institute ist was anderes. Aber scheint nicht so. Aber wir brauchen auf jeden Fall hier eine Weltraumbar brauchen wir. Ein Amphitheater, das vielleicht in den Außenbezirk eher dann kommt. Hm. Deiner Freiluft-Fitnessgerät. Schulblitze, wer wertet das? Netzwerkknoten. Hängende Gärten.
Was es auf jeden Fall mittig geben sollte, wären zwei große Gärten. So. Schauen wir mal, jetzt muss man hier noch irgendwo. Projektlampe. Außengebäude, okay. Atmosphäre 100% Terraform, der perfekt. Kleines Denkmal, ja, von dem. So haben wir ja gar nichts mehr. Ist leider mittlerweile alles verschwunden. Schauen wir mal, Casino muss auf jeden Fall hier noch hin in die Mitte. Die müssen hier auf jeden Fall spielen können. Ein Freizeitpark, schwerelos, kommt hier noch hin. Dann ein Lebensmittelgeschäft. Ein Kunstladen muss hier noch hin. Dann brauchen wir noch ein Amphitheater, das kommt alles mal in die Ecke. Dann kommt da noch so ein kleiner Garten auf jeden Fall noch in die Mitte rein. Das wird eine riesige Hotelanlage. Hi. Schauen wir mal, vielleicht können wir noch irgendwo einen Elektronikladen hinbauen. Hier einen Elektronikladen. Wir machen hier noch ein Lebensmittelgeschäft dazu, weil wird dir wahrscheinlich alles nicht ausreichen. Eine Sicherheitsstation stellen wir hier noch hin. Dann wieder ein kleiner Park, der da gut reinpasst. Dann brauchen wir noch, habe ich noch irgendwas? Sicherheitsposten, Lebensmittelgeschäft, Freizeitpark, Casino, Kunstladen, Kunstwerkstätte, VR-Werkstatt habe ich noch nicht. Bioroboter-TV-Studio. Tun wir es auch noch hier rein. Und dann bekommen die da zwei intelligente Apartments daneben. Du kriegst dann nochmal zwei Olympus Hotels daneben. Das wird lustig. Anbau ohne Kuppel. Dann sollte ich hier Außenranch Farm. Nee. Offene Farm. Hier so ein Ding hinbauen. Schauen wir uns das mal an, das wird ja interessant. Rohre. Und dann brauchen wir noch Strom natürlich. So. Wir werden uns jetzt trotzdem schon mal Raketen holen. Ich werde jetzt mal Filter, Spezialisierung, Touristen, genau. Anwenden. Habe ich irgendwo einen Senior gesehen? Senior raus. Senior raus. Tourist, Tourist. Dann startest du. Dann startet die nächste Passagierrakete. Da haben sie schon wieder Senioren mir reingeschmuggelt. Das gibt's doch gar nicht. Sogar drei, vier. Sind doch wahnsinnig. Wir müssen ganz viel Passagierraketen starten. Das sind Touristenraketen und nichts anderes.
kaufe noch eine. So, diesmal Filter ändern. Mediziner, Offiziere, Botaniker und die Herren hier anwenden. Senioren können wieder raus. Was haben die mit ihren Senioren? Auf jeden Fall noch mit dem Mediziner starten. Das Aufbauen ist hier gerade das Komplizierte. Die müssen gerade alles errichten. Das ist eieieiei. Na, jetzt haben sie den ersten Laden hier errichtet. Wie viel kostet das uns hier noch? Ein Metall? Schauen wir mal, was das Ding kann. Eine Außenfarm. Kräuter. Ich hätte gerne Kartoffeln. Und dann noch ein bisschen Weizen. Funding received. Lagerstand ist echt von den Dingern niedrig. Machen wir mal einen Weltschaumlift. Stück. Und dann, wir können es uns ja mittlerweile leisten, von daher Weltraumlift. Haben uns davon noch nach. Funding received. Ah, schau, der pflanzt jetzt hier über so Kleinigkeiten an. We have a delivery on the space elevator. Ja, perfekt. Funding received. Na komm, zieht das ganze Zeug hoch. Wir müssen jetzt auch Mitarbeiter wohnen dann. Ich bin dafür, dass ihr mal das schnell hochzieht, bitte. Ich weiß auch nicht, welche Rakete jetzt ist. Auf jeden Fall können die Ressourcen schon mal landen, das ist vorteilhaft. Was hat der Mittel ausgegeben? Verbrauch Saatgut? Aha. Ernte, Saatgut und Nahrung. Mhm. Ja, das nehmen wir an. Alter, das Lager wird auch schon so bummvoll. Das zweite Saatgut leider genauso. Holy shit. Ja, das wird noch. Wie schaut's hier aus? Das Lager wird langsam leerer. Das wird jetzt leer gepumpt. Na komm, zieht das hoch. Wir brauchen das jetzt dringend, Leute. Wir bräuchten das echt dringend. Jetzt ziehen sie währenddessen das andere auch noch hoch. Ah, Leute. Uncool. Ah, jetzt wird's langsam. Zieht das Haus hoch. Einer wird doch jetzt noch die Polymer haben, oder? Ein einziger wenigstens. Ja, da kommt er. Nein, wo fährt er hin? Wo fährt er hin? Polymer, hier ist hier unten. Ist gut, zieht das Zeug hoch. So, okay, und dann müssen jetzt die ganzen Raketen mal landen. So, genug Arbeitsstellen haben wir ja hier jetzt. Mhm. Ankommende Touristen. Ich glaube nicht nur 6.
are plenty of videos about it, so check it out. It's a thriller. Jetzt gucken, hier sehen wir doch bestimmt, wie viele Touristen wir aktuell. Hotelplätze haben wir 60 frei. Touristen haben wir 84 aktuell. So. Ah, hier hat er auch fast keine, lustigerweise. Sind die Häuser fast leer? Nee. Eigentlich gut bewohnt. Habe ich irgendwo anders hohe Sachen noch? Hier wird allen Kunden nicht nur herfällt. Aha. Ja, die verarbeiten das ganz gut. Auf jeden Fall schon mal unsere Atmosphäre perfekt. Und sie wird auch nicht gerade sinken aktuell. Man sieht, so langsam versuchen sie, das Restliche noch aufzubauen. Das wird natürlich noch ein bisschen dauern. Hier arbeitet jemand in der Station. Ja, hier sind sie wohl nicht so verwirrt. Perfekt. Dann tun wir jetzt nochmal per Weltraumlift jetzt zwei von denen jeweils bestellen. Damit genug auf Lager sind fürs Erste. Na, nehmen wir an. Ja, Funding mal wieder. Ein bisschen Funding. Ja, da haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Elektronikteile und gleich auch noch mehr Polymer. Wie schaut es mit denen aus? Der ist für die volle Lift auf. Der noch nicht, der noch absolut nicht. Bringt den Treibstoff, dann kann der starten. Abtrünnige. Es sind Dutzende rote Lichter zu sehen und Alarme zu hören. Die Monitore sind auf dem riesigen Fall fixiert, der kurz zuvor noch eine Rakete war. Oh! Haben sie uns eine Rakete vernichtet, hä? Huh? Eine neue! Passagierrakete, wir machen sie komplett leer. Und holen die dann, starten die? Ja. Haben sie unsere Rakete sabotiert? Ich glaub's ja kaum. Haben sie uns eine Rakete sabotiert? Okay, ich tue auch den ganz schön viel sabotieren. Tonkosten werden von Gebäuden verringert. Das ist natürlich episch. Diät. Aquatisierte Farm. Upgrade für Farm. Mhm. Lokal begrenztes Terraform, nur von der Geoscape-Kuppel. Ein Stück Erde für sich. Was machen wir? Also die Diät interessiert mich auf jeden Fall. Du hast da 50% mehr. Ja, vielleicht auch noch was. Inaktive Vorkommen. Oh, unser Wasser ist gerade leer gegangen. Ja, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Das sind 9000 Liter. Hier sind 45.000, aber wir hatten hier vorne noch einen. Was wir die ganze Zeit vorbereitet haben eigentlich. Wir müssen jetzt hier einen Drohnenhub errichten. Und dann
muss ich hier schauen, dass ich hier genug außenrum platziere. So. Und die müssen wir jetzt alle auch noch verbinden. Rohre. So. Würde dann passen. Da muss natürlich noch Strom verbunden werden. Und da folgen wir einfach demselben Pfad. Wir ziehen das als erstes hoch. Stromnetz doch drin, wo? Oh, da haben wir den Stromnetz von ihm geklaut. Aha. Jetzt haben wir natürlich hier schön ordentlich wieder abbauen können. Jetzt müssen sie das errichten, damit wir hier wieder Verbindungen kriegen. Dann brauchen wir ein Universallager natürlich wieder. Und hier brauchen wir dann auch direkt solche Gesteinsfresser. Damit die das Gestein fressen von den Maschinen. Sonst haben wir nachher ein Riesenproblem noch. So. Der kriegt noch. Der wird auf 20 Drohnen erhöht. Das sollte funktionieren dann. Der Umbau kostet natürlich jetzt ordentlich Energie und Zeit, aber. Hauptsache, am Ende wirkt er. Crop failure reported. Erntefehler. Funding received. Okay, den können wir gleich abreißen. Da arbeitet auch keiner. Überfällige Touristen. Ja, ich habe eine Rakete, die schon auf euch wartet. Alles gut, wir sind schon auf dem Weg. 7 abreisende Touristen. Also unsere Lager für Treibstoffe sind echt voll. Holy shit. Saatgut ist natürlich jetzt auch mittlerweile kein wirkliches Problem mehr. So, wir werden jetzt, um hier noch ein bisschen schönes Saatgut zu, oder schön halt das Ganze auszukleiden. Denn das ist wieder gewesen, hier drunter glaube ich, ne? An jeden von diesen Ecken. Eine Verbindung aufsetzen. Dass wir hier bald wie möglich alles grün haben. Das wäre doch wunderschön. Ich hätte gerne noch ein paar Touristen oder nur ein paar Mitarbeiter. Passagierrakete. Tourist, Tourist. Tourist raus. Tourist, noch ein Tourist. Hier hat sich noch ein Tourist versteckt, hier hat sich noch ein Tourist versteckt. Hier hat sich ein Senior versteckt, hier hat sich ein Tourist versteckt. Noch ein Tourist. Noch ein Senior. Botaniker, Botaniker. Offizier. Geologe, Offizier. Mediziner. Botaniker. Keine Spezialisierung.
Keine Spezialisierung, keine Spezialisierung, keine Spezialisierung. Und keine Spezialisierung. Starten. Funding received. Tja, zwei überfällige Mars-Touristen haben wir noch. Hier unten sind keine mehr, bedeutet, die Gebäude können alle weg. Wir können das abreißen. Und das hier auch. Wird das Casino besucht viel? Gesamt 1000 Leute haben es besucht. Okay, das könnten natürlich auch jetzt die Herren vom Kollegial gewesen sein. Ich würde sonst ein paar Forschungslabore hier noch aufstellen. Also jetzt erstes natürlich nochmal ein intelligentes Apartment. Aber Forschungsanlagen wären noch ganz was. Erzeugt Forschung schneller als sein Forschungslabor. Ja, da machen wir zwei Hawking-Universitäten hier noch hin. Das wäre doch was noch. Dann brauchen wir jetzt noch eine Passagierrakete. Eltern. Spezialisierung. Wissenschaftler. Anwenden. Und die ganzen Touristen mal bitte raus. Warum kommen denn immer Touristen da rein? Ihr landet an der falschen Stelle dann, das ist euch schon klar. Kann man das jemand sagen, warum der Filter dann nicht so? ...32 von 32. Sind Touristen oder sind diese Touristen auf einmal Wissenschaftler? Dann nur noch ein paar mit keiner Spezialisierung rein. Das ist doch was. Starten. Kriegen das Gras und Büsche, Gras, Flechten, Büsche, Büsche, Gras, Flächen, Flechten, Büsche, Gras, Flechten, Büsche, Mischwald, Flechten, Gras, Büsche. Schau, was wir es hinkriegen. Ich will hoffentlich genug Arbeit da hierfür kriegen auch. Steigt aus, alle in die neue Anlage hier rein. Mars Pollus. Okay. Auch eine interessante. Sachen noch. Ankommende Kolonisten 22. Perfekt. So, also rein theoretisch müssten doch noch dann hier die Touristen einsteigen, oder? Sieben abreisende Touristen. Here welcoming you back to the Mars Vision Song Contest. Listen carefully, you will soon have your ears on the melodies from the land of the rising sun. So. The country you secretly love, Japan. Japan is muss hier unten landen. It's also Godzilla, the undeniable star of the monster movie genre, Kaiju Eiga. Now, so. I've recently learned that Godzilla has... Es wird ja langsam immer mehr. Milestone achieved. Milestone. 500 Kolonisten. Schick, 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 schick. Haben wir echt? Ah ja, scheint so.
Scheint so. 300 davon sind auf dem Mars geboren. Respekt, du. Ich hoffe mal, dass die Hawking-Universitäten jetzt arbeiten. Verbessern wir die nochmal. Wie schaut es mit unserer Forschung aus? Ah, das dauert alles ewig, ne? Es dauert halt alles immer länger. Aber Leute, ich sehe gerade, wir haben schon die halbe Stundenmarke erreicht. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.